Ja, liebe Sportfreunde, zunächst bedanke ich mich ganz herzlich für die einstimmige Wahl. Das freut mich und ich denke, wir werden auch in den kommenden 4 Jahren wieder eine gute Zusammenarbeit pflegen und das Beste für die Sportlerinnen und Sportler in unserem Sportkreis tun. Wir haben natürlich heute Abend Prioritäten festgestellt, beziehungsweise Prioritäten festgelegt. Und diese lauten: Erstens, es ist unsere wichtigste Aufgabe, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Vorstände zu gewinnen. Wenn wir keine neuen Mitglieder bzw. keine Vorstandsmitglieder, Trainer, Übungsleiter und so weiter in unseren Reihen aufnehmen können, dann erübrigen sich die weiteren Punkte, die ich jetzt noch nennen will. Ich bin aber guter Dinge, dass uns das gemeinsam mit dem Sportbund Rheinland auch gelingt. Punkt 2, das ist die Mitgliederentwicklung, die Mitgliedergewinnung. Wir wollen Kinder und Jugendliche für unsere Vereine in noch stärkerem Maße gewinnen. Und hier wollen wir auch neben den Schulen, die wir ja bereits auf der Agenda haben, die Kindergärten für uns gewinnen. Und Punkt 3, unsere Sportstätten sind im hohen Maße in die Jahre gekommen. Und wir werden hier Untersuchungen durchführen, wo hakt es denn noch, wo müssen wir Sanierungen durchführen und vor allen Dingen die ganz wichtige Frage beantworten, wo bekommen wir das Geld her, damit wir all das tun können. Summa summarum, ich freue mich auf eine weiterhin gute, konstruktive Zusammenarbeit und ich wünsche uns allen für die kommenden 4 Jahre Gesundheit an allererster Linie, wozu uns der Sport auch sicherlich weiterhelfen mag.